Hallo, jetzt ist schon wieder eine Woche vorbei. Es ist heute der 24.07. und wieder Zeit, einen neuen Podcast aufzunehmen. Ich habe mir das ja so vorgenommen, immer samstags, so wie die Gabriele von Wollaholica immer sagt, Sonntagszeit ist Videozeit und bei mir ist es eben eher samstags, weil da, ja, da habe ich irgendwie die Ruhe dafür, das zu machen. Ja, heute ist er tatsächlich sehr stricklastig, mein Podcast, und gegen Ende kommt dann ein bisschen was, aber da geht es auch nur um ein paar Haushaltstipps. Also heute ist für jeden, denke ich, was dabei und ja, ich war die Woche auch ein paar Tage krank, hatte auch also nicht so viel, ja, Zeit hatte ich schon, aber nicht die Energie, so viel auch Kommentare zu beantworten und so weiter, das kommt noch, und hatte auch jetzt nicht so Lust, irgendwas ganz Schwieriges zu machen, vor allem auch angesichts der ganzen Sachen, die jetzt in Deutschland und Österreich und überall so passieren mit den ganzen Überschwemmungen und so. Also ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber ja, das ist einfach so, dass man da denkt, da gibt es jetzt im Moment tausend andere Probleme. Da möchte man vielleicht nicht auch noch andere Sachen hören. Ja, ich habe tatsächlich diese Woche ganz viel fertig. Quatsch, nee, nicht viel fertiges. Drei fertige Sachen habe ich. Das heißt, das eine war ja schon fertig, das war letzte Woche schon fertig. Und da habe ich es ja nicht mehr gefunden. Und bevor ich euch das jetzt zeige, darf ich aber nicht vergessen, das ist eine Dauerwerbesendung. Ich halte Sachen in die Kamera, die ihr kaufen könntet. Ihr könnt da hinten vielleicht was sehen, was euch zum Kaufen animieren könnte. Und ich halte was in die Kamera, Nadeln. Ich spreche spreche von Designern oder ja. Also man kann es als Werbung verstehen. Und dann möchte ich mich auch noch natürlich bedanken für diese ganz vielen Kommentare. Und ich finde es total schön, was da schon so für ein Austausch entstanden ist. Also ich bekomme auch ganz liebe Mails. Ja, und habe ja auch zwei aus meiner Stadt durch den Podcast wieder gefunden. Also das ist schon verrückt. Da geht man ins Internet, wo einen wahnsinnig viele Leute aus allen Ecken der Welt zuschauen können, und dann trifft man zwei aus seiner Stadt. Ja, genau. Also für die Kommentare bedanke ich mich, und ich habe zwar alle schon geliked, denke ich, aber auf einige möchte ich noch eingehen, aber da hatte ich einfach in dieser Woche nicht so die Kraft. Aber fürs Stricken, da hatte ich jetzt die Woche mal Zeit. Ja, ihr merkt vielleicht, ich habe ein bisschen meine Position verändert, weil mir ist es auch aufgefallen, beim letzten Mal war ein bisschen die Qualität nicht so gut. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte eigentlich genau die gleiche Einstellung. Aber was mir aufgefallen ist, war, dass ich die ganze Zeit auf den Tisch gehauen habe. Und also wenn man dann drauf achtet, ist das schon nervig. Und ja, man merkt so ein bisschen, wenn man sich mal selber so wenig anschaut, was man so für komische Eigenheiten hat, die einem sonst gar nicht auffallen. Ja, also die Socken von meinem Sohn, das erste fertige Projekt von letzter Woche schon, das habe ich gefunden in einem Wäschekorb, nachdem ich mal nach ganz langer Zeit gedacht habe, jetzt müsste es doch mal den ausräumen. Ja, ich kann ja schon ein bisschen vorgreifen vom Haushalt. Ich bin jemand, ich kann sehr gut auch was liegen lassen, solange es geordnet an einem Platz ist. Also Körbe mit gebügelter Wäsche stehen bei mir oft. Und oft werden die dann von alleine leer, weil sich jeder wieder was rausnimmt. Und da hatte ich dann mal wieder alles ein bisschen, glaube ich, da drauf gelegt. Und als ich ihn mal wieder ausgeräumt habe, lagen dann da diese Socken. Also die zeige ich euch als erstes. Also, das sind ganz normale Stinos. Die Wolle ist von, also hatte ich glaube ich schon mal gesagt, von Regia. Diese mit dem gelben Faden, dass man eben zwei gleiche strickt, was auch geklappt hat. Ich habe mich jetzt doch für dieses Bordeaux-Rot entschieden bei der Bandspitze. Ich mache eigentlich immer die Bandspitze und bei der Bumerang-Ferse. Ja, und da sieht man schon mal, also mein Sohn hat große Füße, also ich glaube, ich habe ja vier Söhne, und der größte von der Größe, der fast 2 Meter ist, der hat die kleinsten Füße. Der hat also nur 45, aber
Der eine hat fast 47, mein Mann hat 46,5, glaube ich. Das war damals ein Unikum, da mussten wir sogar Schuhe oft extra bestellen für ihn. Diese Adiletten, weiß ich noch, wurden immer extra für ihn bestellt. Mittlerweile haben ganz viele Leute so große Füße, also Jungs. Ja, aber bei dieser großen Größe fällt es auf, dass die Bumerangferse doch sehr mickrig irgendwie ausschaut. Also ich habe das schon mal bei der Kiko, in Kikos Strickschule hat sie schon mal erzählt, dass sie da oft ein paar zusätzliche Reihen macht, weil die eben so klein ausschaut. Und das habe ich da noch nie so bemerkt. Aber bei diesen großen Socken und dadurch, dass sie auch noch so abgesetzt ist, schaut sie tatsächlich sehr mickrig aus. Aber das ist einfach meine Lieblingsferse, weil wenn man das mit der Erschaffung der Welt vergleicht, dass der Mensch, glaube ich, erst in der letzten Sekunde die Erde betreten hat und vorher ist schon ganz viel passiert, waren bei mir Socken tatsächlich das, was ich in der letzten Sekunde meines Strickdaseins eigentlich angefangen habe. Also ich stricke Socken erst seit ein paar Jahren. Also ich habe mich immer an diese Ferse nicht rangetraut. Und dann habe ich die Bumerang-Ferse für mich entdeckt und habe dann wirklich nur noch Socken gestrickt mit der Bumerang-Ferse. Mittlerweile mache ich aber auch die Käppchen-Ferse. Und ich mache vorne immer diesen Kitchener Stitch, heißt es, glaube ich. Ja, also die Socken für meinen Sohn fertig. Er kommt nächste Woche, dann kann er sie mitnehmen. So, Tina, bitte wegschauen. Jetzt kommt ganz schnell was für deine kleine Nori. Ist nichts Bewegendes, aber die Söckchen für mein Enkelkind in Amerika sind auch fertig. Auch, nee, das sind keine Stinos, da habe ich von Tin Can Knits dieses Muster genommen. Ja, wo vorne einfach so, dieses Graus rechts ist. Auch hier habe ich es ein bisschen abgesetzt. Da habe ich eine Käppchenferse gemacht und hier eine kleine Bandspitze wieder. Und was ich komisch fand, das war der erste Socken. Da habe ich ja so ein Mini-Nadelspiel genommen. Und dann war mir das irgendwann doch zu blöd bei dem zweiten. Und dann habe ich die gleiche Nadelstärke, ebenfalls Metallnadeln, aber eben ein längeres Nadelspiel. Und der ist weiter geworden. Also anscheinend stricke ich auch mit einer unterschiedlichen Nadellänge gleich anders. Aber es fällt jetzt nicht so auf. Aber bei der Ferse musste ich tatsächlich immer wieder nachzählen, weil ich gedacht habe, wenn man genau hinschaut, sieht man es. Ist die, sieht größer aus und es ist die gleiche Maschenanzahl. Also und dieselben Reihen auch, also ganz komisch. Ja, und dann ist noch was fertig, das seht ihr da hinten. Das ist ein Pullover, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Den habe ich angefangen am 3. Juni und vorgestern, also am 22. Juli, ist er fertig geworden. Also der hat nicht mal 2 Monate gedauert, aber war auch kein Wunder. Ich hole ihn mal schnell. Das ist der Felix. Also ich glaube, den haben schon ganz viele gestrickt hier mit diesen ganz speziellen Zunahmen an der Raglan-Schräge. Und der ist ganz schlicht dann einfach gestrickt. Ich habe unten und am Hals und an den Armen so ein Bündchen mit verschränkten Maschen gemacht, weil ich das immer am schönsten finde. Ich bin kein Freund des, ich glaube, italienisch Abkettens. Es schaut zwar wunderschön aus, aber nee, bei aller Liebe, aber der Aufwand ist mir zu groß. Wenn man es dann vielleicht öfter macht, kann man es auswendig, aber ich habe es tatsächlich erst nur 2-mal, 3-mal gemacht, aber ausschauen tut es schön, aber bei dieser Wolle wäre das gar nicht aufgefallen. Ja, was ist das für eine Wolle? Das ist Let Lopi von Istex und die liebe ich. Also ich kann die sogar direkt an der Haut haben. Das macht mir gar nichts. Der Vorteil ist, die ist wirklich günstig. Also dieser Pullover, lasst mich jetzt da mal schätzen, 30 Euro, 35 Euro, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall sehr erschwinglich. Die Wolle ist sehr widerstandsfähig, also ich denke mal nicht, dass die sehr pillt, weil das ja total robust ist. Ich habe ihn ein bisschen gedämpft und er hat dann auch, so kriegt dann so einen leichten
Flaum. Also er wird mit jedem Tragen immer weicher. Und ja, also ich finde den wunderschön und freue mich auch, wenn ich den anziehen kann. Ich weiß, die Emma von Tricolibri, die wirft sich dann das immer einfach mal schnell drüber im Podcast. Ach, wisst ihr was, das mache ich jetzt auch mal schnell, um zu sehen, wie er sitzt. Mal schauen, da ist hinten, da ist vorne. So. Also, der sitzt richtig schön. Ich habe die Arme ein bisschen länger gemacht, weil ich das gern mag auf dem Fahrrad, dass ich die mir dann ein bisschen so ziehen kann. Und außerdem kriegen die ja da so eine Art Gehfalte. Ich liebe das ja von L'Oreal, dieses, wo er den Anzug kauft und der passt eigentlich überhaupt nicht. Und dann kriegt er eben gesagt, dass ja dann eh diese Gehfalte kommt und so. Ja, und da ist er praktisch schön weit. Ja, so wie ich es gern mag. Er ist nicht schwer und ich könnte den auch auf nackter Haut tragen. Also mich stört das bisschen Kratzige gar nicht. Und wie schon erwähnt, der wird ja immer weicher im Laufe der Zeit. So, jetzt muss ich ihn aber wieder ausziehen, weil wird mir sonst zu warm. Also der Felix, den haben bestimmt schon ganz viele gestrickt. Und ich werde den auch sicherlich noch mal stricken. Ich habe ja noch Wolle zu Hause. Und jetzt dürfte ich ja auch. Habe ja 3 fertige Projekte. Ich verlinke euch unten, wie die Designerin heißt. Es ist auf jeden Fall eine Kaufanleitung, aber eine, die sich lohnt. Ja, also 3 Projekte. Ich dürfte ein neues anfangen, aber wie ich es das letzte Mal schon gesagt habe, habe ich nicht. Ich habe zwar gestern mal kurz überlegt, ob ich neue Socken anfange, aber ich weiß nicht, ich bin im Moment wirklich so an der Grenze. Ja, Schuljahr liegt hinter einem, Zeugnisse sind geschrieben. Die Corona-Pandemie war schon auch für Lehrer nicht ohne. Also manche dachten da, wir hätten Wunder wie ein schönes Leben. Nein, das war nicht so. Das Einzige war nur, dass wir halt nicht aus dem Haus mussten. Aber ansonsten, ja, und als Klassleitung ist man halt ständig verantwortlich für alles. Und ja, manchmal komme ich mir vor wie, soll man das jetzt sagen? Ich wollte ja ursprünglich Krankenschwester werden. Und da sagen mir ganz viele Freundinnen, die Krankenschwester sind, das, warum man Krankenschwester sein möchte, ist gar nicht so. Also so Zeit für den Patienten hat man oft gar nicht mehr wegen diesem ganzen Verwaltungskram. Und das ist oft in der Schule ähnlich, dass man gerade als Klassleitung so viel außenrum hat, mit Informationen, die man weitergeben muss und schauen muss, bleibt der zum Essen, braucht er eine Betreuung. Und gerade in der Ganztagesklasse ist es umso schlimmer oder umso mehr, dass man oft das Gefühl hat, man ist eigentlich eher so eine Sekretärin oder eine Managerin, dass alles passt, als dass man unterrichtet. Das ist eigentlich eher so das Kleinere, vor allem ist noch Erziehen das Größere, vor allem in 1-2. Und ich bin richtig froh, ich denke, es ist jetzt eh öffentlich, ich werde nächstes Jahr mobile Reserve, also jeder Lehrer muss 1-2 Mal in seinem Leben mobil sein, das heißt, man springt dann hin und her, wo gerade jemand krank ist, muss aber eben keine Zeugnisse schreiben, keine Elternabende halten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mal drauf, einfach so keine Verantwortung zu haben und ja, und einfach aus dem Ärmel zu schütteln. Jemand anders hat was vorbereitet und ich muss es halt halten. Und das geht schon immer irgendwie, weil Angst vor den Kindern habe ich ja nicht mehr. Also das darf man auch nicht falsch verstehen. Ich hatte jetzt nicht Angst, dass mir die Erstklässler was antun. Also, denn so weit kommt es noch. Aber es ist ein komisches Gefühl, wenn du weißt, dass du im Tiefsten, ich hoffe mal, es hört jetzt kein Erstklässler zu, machtlos bist. Also du kannst, wenn du sagst, setz dich hin und der Erstklässler sagt, mache ich nicht. Und es gibt solche. Ja, das ist wie beim Pferd. Du kannst ihn nicht zwingen. Ne? Ein Hund kann ich noch, also zumindest früher, weiß ich, hat man das gemacht, ihm hinten drauf drücken, bis er Sitz macht. Was ich im Übrigen auch nicht mache. Meine machen aber auch Sitz. Aber bei einem Pferd zum Beispiel, wenn das in diesem Round Pen läuft und es will jetzt nicht schneller gehen, du hast keine Chance, halt. Du kannst mit der Gerte und kannst es mit Druck versuchen, aber ja, und so ist es bei den Kindern auch, wenn die sich weigern, hast du keine Chance und irgendwann legt man sich dann so eine
Aura zu, glaube ich. Das kommt dann im Laufe des Lebens, des Berufslebens, dass man das schon ausstrahlt, so in dieser Art, wenn ich sage, du setzt dich, dann setzt du dich jetzt. Und dann hat man auch immer noch so Tricks, was man macht, wenn das Kind sich wirklich weigert. Also das hat man dann schon im schlimmsten Fall. Ich hatte wirklich einen ganz schwierigen Schüler. Da habe ich dann in der Verwaltung angerufen und habe den Chef, also den Rektor, gebeten, ihn rauszuholen aus der Klasse, weil da hört es dann bei mir auf. Also ein Kind, was in die Schule kommt, hat gewisse Regeln einfach einzuhalten. Und wenn es das nicht macht, dann, ja, dann ist es im schlimmsten Fall nicht beschulbar. Und das ist dann nicht meine Aufgabe. Ja, das war zu Zeiten, wo noch die Prügelstrafe war, wahrscheinlich leichter, aber wie auch so beim Pferd oder beim Hund mit Prügeln, wenn man was erreicht, dann hat man das ja nur auf Angstbasis und das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck. Also von daher, Angst vor den Kindern habe ich nicht mehr, weil ich mir denke, okay, wie hat mal eine Kollegin gesagt, sie hat mal zum Kind gesagt, tu das bitte weg, und das Kind hat gesagt, wieso? Und dann hat die Lehrerin gesagt, na halt, weil ich sage. Und dann hat das Kind gesagt, ach so, und hat es weggetan. Oder ein guter Spruch ist auch, ich habe da jetzt aber keinen Bock, das zu machen, dass man dann sagt, na, dann machst du es halt ohne Bock. Ich meine, ich habe auch nicht immer Lust, irgendwas zu machen. Ja, und sowas lernt man dann im Laufe der Zeit. Dass es einem nicht egal ist, aber dass man das erstens nicht persönlich nimmt und zweitens auch weiß, man kann nicht die Welt retten. Und ja, und man tritt manchmal schon so auf, dass man das gar nicht provoziert, dass ein Kind sagt, mache ich nicht. Ja, also da muss man ein bisschen spontan sein. Es kann mir natürlich passieren, dass ich als mobile Reserve auch in die Mittelschule muss, also in 9. Klassen. Ja, mit denen komme ich nicht ganz so zurecht. Also da habe ich zwar nicht Angst, aber da werde ich dann oft, begebe ich mich dann oft auf eine Stufe. Die haben so eine ganz komische Art, oft gerade die Mädchen sind manchmal so ein bisschen zickig. Und dann muss ich aufpassen, dass ich nicht auch so mache. Also da ist es ein bisschen, da stehe ich nicht so drüber, aber ja, da schauen wir einfach mal. Ich bin jetzt einfach nur froh, dass ich nicht mehr so viel Verantwortung habe und nur noch ein kleines Rädchen im Getriebe bin. Und was danach kommt, werden wir sehen. Ja, so, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Oder sagt es abgeschwiffen? Nee, abgeschweift. Ja, also meine drei fertigen Projekte. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, was ich sagen wollte. Angst vor Kindern. Lehrer, ach ja, dass ich ziemlich fertig bin und nichts Neues anschlagen wollte, so war's. Ich habe aber ein bisschen im Internet schon ein bisschen geguckt, so nach Strickkits, weil das ist immer so praktisch. Und da ist mir was aufgefallen, wo ich dann auch gedacht habe, nanu, ich war auf irgendeiner Seite und da sehe ich ein Strickkit mit einem Ringelpullover und denke noch, das ist doch der aus der Mercerie. Jetzt war das aber eine deutsche Designerin und auch die, ja gut, Mercerie ist auch eine deutsche Designerin, aber und die Ringel waren breiter, aber er sah von der Form genauso aus wie mein Chloe. Chloe, ja, nicht Cleo. Doch, Cleo. Cleo, wie mein Cleo. Ich lerne es nie. Nur, dass die Ringel eben breiter waren, aber genau die gleiche Form, also Kastig und diese Ärmel überschnitten. Tja, man kann das Rad halt nicht neu erfinden. Aber da habe ich gesehen, dass ich bei diesem doch was ändern werde. Weil ich habe ja hier diese Schulterschrägung gemacht. Der grüne Streifen gefällt mir eh nicht. Und ich werde das wieder aufmachen und werde es gerade machen. Weil ich finde es nicht schön, wenn das dann hier so zusammengenäht ist und das dann so ein bisschen die Farbe, dann kommt ein bisschen, also das gefällt mir nicht. Ich brauche dann das hier gerade. Ich weiß auch nicht, wenn die Schultern eh bis hier hängen, warum ich das hier so abschrägen muss. Also das mache ich nicht. Also an dem ist tatsächlich ein Ringel gewachsen. Nicht viel, aber das ist immer so, wenn ich nicht ganz genau weiß, wie ich es weitermache, weil ich nicht weiß jetzt, wie ich den Ausschnitt vorne mache, weil bei der Anleitung von der Mercerie ist der recht tief unten und geht ziemlich, und das mag ich nicht. Ich möchte den weiter oben und das muss ich mir erst anschauen. Ich meine, früher hat man das Pi mal Daumen gemacht und weil ich da eben erst wenn gucken muss, geht es jetzt ein bisschen langsamer, weil ich mir erst klar werden muss, wann ich jetzt abketten muss und so weiter. Aber es ist was vorwärts gegangen. Ja, und dann habe ich euch ja gesagt, es wird heute sehr stricklastig. Moment.
weil hier im Hintergrund seht ihr nämlich schon meine große Projekttasche, die ich dann mal mit euch aufmache, weil da sind nämlich noch mehr Projekte drin. Erstmal zeige ich euch aber noch den Floris, an dem ist auch was weitergegangen. Ist auch eine Kaufanleitung. Da sind jetzt die Ärmel abgetrennt. Und der hat eine sehr tiefe Raglan-Schräge. Und deswegen muss ich jetzt hier, da habe ich jetzt also so viel gestrickt schon, muss ich eigentlich nur so ein Stück stricken, also 9 cm, dann kommt schon wieder irgend so eine andere Reihe und dann ist eigentlich schon das Bündchen. Das heißt, bei dem geht es jetzt ziemlich schnell dahin. Und da habe ich auch ganz schön Gas gegeben die Woche, weil das war relativ mindless und ich wusste, ich möchte jetzt endlich diese Ärmel abtrennen. Ja, also mal schauen, wie weit der nächste Woche ist. Nächste Woche ist ja Ferientag, der erste. Yay. So, aber jetzt zu meiner großen Projekttasche. Da hat mir doch glatt jemand in den Kommentaren geschrieben, sie hätte mehr Strickprojekte als ich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand noch verrückter ist als ich. Wobei, kann ja sein und ist ja auch nicht verboten. Aber mir hat es jetzt wirklich gefallen, mal diese Challenge 3 fertig zu machen. Und jetzt könnte ich was anfangen, aber muss ja nicht. Diese Tasche habe ich letztes Jahr selber gemacht. Das ist auch ein Oilskin. Und das ist so eine Rice Bag, aber eine sehr große. Und ich finde die Rice Bags total schön zu nähen, weil die eben so ganz einfach eigentlich sind von der Konstruktion. Es ist ja so eine japanische Konstruktion. Ich habe da auch hier vorne so große Taschen. Und hier auch nochmal. Und innen habe ich sie ganz schlicht gefüttert, weil bei den die immer so genäht werden und angeboten werden, die finde ich immer wunderschön, aber manchmal gefällt mir das Innenfutter nicht. Manchmal mag ich es gern, wenn es ein geblümelt ist oder so, und manchmal brauche ich es ganz schlicht. Und ich habe mir eben da gedacht, wenn ich mir schon die Arbeit mache und so ein Riesenteil nähe, dann muss es so sein, dass mir das auch in 10 Jahren gefällt und zu allem passt. Ja, zu schwarz hat, ne? Ich habe wie immer mein schwarzes Shirt an. Da habe ich jetzt einen Ledergriff auch hingemacht, den ich von einer anderen Projekttasche hatte. Und auch hier solche Lederschnüre, dass man die eben so, Moment, wie muss ich, ja, so zusammen machen kann. Aber das ist also wirklich ein Riesenteil und die steht eigentlich nur da und sammelt mein ganzes Projektzeug, aber ich könnte sie natürlich auch noch womit hinnehmen. Aber wenn ich mit so einer Projekttasche komme, also da, ja, da sorge ich wahrscheinlich schon ein bisschen für Erstaunen. So, und da habe ich jetzt mal alles reingepackt, was ich so gefunden habe. Gut, da ist noch ein fertiges Projekt drin. Das sind einfache Sommersocken aus Baumwolle. Die sind schon länger fertig, noch bevor ich das Podcasten angefangen habe. Ganz schlichte Sommersöckchen. Dann ist noch drin was Fertiges, was ich wunderschön finde. Muss ich mich selber loben. Diese Handschuhe. Also die finde ich wirklich ein Träumchen. Die sind aus der Premiumwolle von Schachenmeier. Und das Buch ist ein Buch, da sind nur Handschuhe drin und ich wollte eigentlich alle Modelle daraus machen. Also das sind diese Handschuhe. Ich denke mal, vielleicht verlinke ich euch das Buch oder ich zeige es euch das nächste Mal. Ist auf jeden Fall sind das norwegische Handschuhe, also oder halt skandinavisch. So, dann noch Socken aus meiner ersten handgefärbten Wolle. Da habe ich mir direkt ein Färbeset bestellt, weil ich einfach gedacht habe, ich will das mal machen, wusste aber nicht, wie es geht. Und da habe ich dann diese Socken draus gestrickt. Also da habe ich alle Farben zusammengeworfen. Und da vorne musste ich dann ein bisschen tricksen, weil ich wusste, mir reicht sonst nicht. Also da habe ich ein bisschen Ringel eingearbeitet in der Farbe. Und hinten habe ich dann noch so einen Bommel gemacht. Ich weiß nicht, ihr wisst bestimmt, dass die nicht nur so zur Zierde sind, sondern dass eben der Socken nicht reinrutscht. Da oben, dass der überm Schuh hält. Ich glaube, das war früher bei den Tennissocken gang und gäbe, dass man da so ein Ding hatte. So, und jetzt kommen Projekte in Arbeit. Hier habe ich schon mal eine wunderschöne Tasche. Die gab es mal vor 3 Jahren bei der Ducati.
Ich liebe das da vorne so ein bisschen so knautschig. Da sieht man auch alles, was man drin hat. Es passt nicht so viel rein, aber das, was ich rein habe, passt schon rein. Und das ist mir ganz peinlich. Ich hoffe, meine Schwiegertochter schaut nicht zu. Das sollte eigentlich noch was für meine Enkeltochter werden. Jetzt ist er ein Jahr, jetzt braucht es nicht mehr. Ein Ohr war fertig und dann habe ich es vergessen. Und für mein anderes Enkelkind in Amerika brauche ich es auch nicht mehr fertig machen, weil bis das zu diesem Teil kommt, will es sowas nicht mehr. Aber es kommen ja bestimmt noch mehr Enkelkinder. Also, erstes Projekt. Zweites Projekt, Socken fertig. Da ist auch, wenn ihr genau hinschaut, Heu dran. Die waren also schon mit im Stall. Aber da fehlen noch die Fäden, auch innen. Es sind noch keine Fäden vernäht hier. Die haben wir schon angezogen und dann ist mir erst aufgefallen, die waren noch gar nicht fertig und die sind auch gewaschen. Aber das Streu, das Heu geht halt nicht weg. Also ich ziehe am liebsten meine selbstgestrickten Socken tatsächlich an, wenn ich zum Pferd gehe. Also wenn ich die Stallarbeit mache, ja, ich miste jeden Tag. Also das ist jetzt ein Selbstversorgerpferd, also nicht so eins in einem tollen Reitstall mit, weil manche erschrecken immer, wenn man sagt, man hat ein Pferd. Nein, also ich habe ein Pferd, aber ich reite oft in Jogginghosen und Turnschuhen und muss jeden Tag misten und mich jeden Tag um mein Pferd kümmern. Also es ist halt wie ein Kind. Also da muss ich noch die Fäden vernähen. Dann habe ich hier einen Socken fertig. Ich wollte ja unbedingt diese U-Bahn-Wolle, glaube ich, die so diese ganzen Farben hat, der U-Bahn-Stationen in London oder so, aber die gibt es ja nicht mehr. Dann habe ich die genommen. Der zweite ist soweit. Das ist, glaube ich, eine handgefärbte Wolle, weiß nicht woher. Ja, und warum stricke ich nicht weiter? Weil ich nicht mehr weiß, welches Anthrazit ich da verwendet habe. Ja, da muss ich mal suchen, weil Anthrazit ist nicht Anthrazit. Und es soll dann schon passen. Deswegen wartet der noch. Wenn ich es gar nicht finde, dann muss ich halt eine ganz andere Farbe nehmen. Dass es halt dann ausschaut, wie wenn es Absicht, also ist es ja dann auch. Aber dann darf es nicht nur eine Nuance anderes Anthrazit sein, sondern dann muss es was anderes sein. Also die müssen noch fertig werden. Dann, die müssen auch noch fertig werden. Da ist auch einer und der andere ist soweit. Und da habe ich auch nur eine Nadel rein, weil anscheinend ich die Nadeln, die da drin waren, gebraucht habe. Das ist irgend so ein, ich glaube Fjordsocks heißen die. Ich weiß auch nicht, wie die Firma heißt. Ich weiß jetzt nur, dass ich hier die Ducati-Ferse gemacht habe. Ja, ich glaube, die heißt tatsächlich Ducati-Ferse. Weil ich von Ducati Sockenanleitungen habe und diese Ferse habe ich da eben übernommen. Muss auch fertig werden. Dann, aha, eine Herztasche. Mal schauen, was da drin ist. Ah ja. Das sollten Sneakersocken werden. Und da habe ich bei Kikos Strickschule, hat sie erklärt, dass sie hier oben verkürzte Reihen macht, dass das besser am Fuß ist. Habe ich auch gemacht. Aber ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ich weiß jetzt nicht, wie es geht mehr. Und deswegen mache ich nicht weiter, weil ich dann beim zweiten nicht weiß, wie ich es da machen soll. Und zeitgleich, als ich das angefangen habe, kamen diese Socken raus. Die werden so ausschauen wie so aus dem 1001er Nacht. Aber ihr kennt sie bestimmt, die Strandtreppensocken. Hm? Ja. Und dann dachte ich, ach, die sind noch viel besser. Ja, aber sie schauen ein bisschen aus wie Schuhe. Ich weiß nicht. Also mir hat es, glaube ich, dann doch nicht so gefallen. Und deswegen ist der zweite auch nur so. Aber die mache ich auch weiter. Vor allem, wenn ich da sehe, wie viele Nadeln ich habe. Jui. So, dann schauen wir mal. Ah ja, hier. Ah ja, liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, was das für ein Muster ist. Die sind von Ravelry. Und ich weiß nicht mehr,
welches Muster das ist. Ob das überhaupt in meiner Bibliothek war oder ob das ein freies Muster ist, auf das ich mir gar nicht in die Bibliothek habe, ich weiß es nicht. Ich habe einen Verdacht, aber wenn jemand weiß, wie dieses Muster heißt, wie die Socken heißen, dann bitte. Ich habe den zweiten schon angefangen, aber dann einfach aufgehört. Nadeln raus, habe ich wahrscheinlich gebraucht. Ja, die Ferse habe ich schon ein Stück gemacht. Ja, es wäre schade drum, weil ich finde es wunderschön. Vor allem, das ist ein handgefärbtes Garn mit ein bisschen Glitzer. Ja. So, dann haben wir, da sind Ducati-Socken. Das ist ihre letzte oder vorletzte Anleitung, glaube ich. Mit diesem bisschen so Art Zopfmuster. Das ist Grünchenwolle. Ja, da habe ich dann doch wieder die Lust verloren, weil das so, dann habe ich das Muster gewusst, wie es geht und wurde mir dann ein bisschen langweilig. Muss ich dann mal schauen. Also die müssen auf jeden Fall fertig werden, weil dann kommt ja diese tolle Ducati-Ferse und passen tun sie 1A. Dann. Tja, einen Gnom wollte ich auch mal stricken. Es ist nur die Mütze geworden und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist viel zu klein. Auf das Gebobbel habe ich keine Lust mehr. Deswegen, ich schaue gerade, hier habe ich jetzt nichts, aber ich habe ganz viele Mailek-Mäuse. Ich schaue mal, ob die Mütze einer davon passt, weil ich will noch so einen Gnom oder Gnome stricken, aber da weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, welcher das war. Und ja, ich denke, für so eine Maus ist die auch süß. So, jetzt in einer kleinen Projekttasche. Das war mal dabei bei irgendwas, wo man aufplotten konnte. Ja, da kommt Folgendes zum Vorschein. Also erstmal das hier. Ein Kopf. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob die Sendung für Kinder unter 18 dürfen da gar nicht gucken. Ich weiß es nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Das gehört eigentlich so. Das ist so ein Häkelbuch. Dicke Ladies oder so. Und die sitzt dann so am Pool oder so. Wollte ich die hinsetzen. Oder einfach am Wohnzimmerschrank. Aber ja. Ja, auch sowas habe ich mal gemacht. Aber die hat so einen dicken Popo. Sieht man das? Ja, ja, jetzt sieht man wieder nichts. Da muss der Kopf noch drauf. Und da gibt es auch eine Couch und ein tanzendes Paar. Und die haben halt alle so ausgeprägte Hinterteile und auch vorne so ein bisschen. Und fand ich witzig. Aber das Buch wollte ich euch eigentlich zeigen. Das habe ich tatsächlich. Ich habe so viele Bücher und überall im Haus verteilt. Ich habe es nicht gefunden. Aber es gibt inzwischen, glaube ich, schon wieder ein neues vom Top Verlag, auch mit so dicken, gehäkelten Ladies. Ja, also es hat Spaß gemacht, vor allem das Ausfüllen, aber so, dass eben der Hintern dann so rauskommt, war nicht so einfach. Jetzt schaut es auch wegen Chefs wieder aus, da muss ich dann wieder gucken. Ja, aber ja, mal schauen, wann es fertig wird. Die sitzt dann so auch so wie auf dem Schrank, da kommen noch so kleine knubbelige Beinchen hin. Ja, jeder hat mal was, wo man denkt, was, sowas macht die auch? Dann auch in einer kleinen Projekttasche. Ich weiß nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Glaube ich nicht. Das sind lauter Tilda-Stoffe. Da ist noch ein Ducati-Socken drin. Da gibt es auch einen fertigen. Das sind diese Day-by-Day-Socken. Und da sieht man auch die Ducati-Ferse, die super am Fuß sitzt, wirklich. Und der zweite ist, wie Sie sehen Sie nichts. Ah ja, da. Auch nicht so weit. Ja, es ist halt mit so einfarbiger Wolle manchmal ein wenig langweilig. So, jetzt hat er sich hier verhakt. Ich weiß, warum ich keine Reißverschlüsse in Projekttaschen mag. Naja. Mache ich dann. Oder? Kriege jetzt nicht raus. So. Und dann habe ich hier, ja, in so einer Tasche, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Internet
Firma nicht oder doch. Mittlerweile gibt es auch Sachen von denen im Buchhandel. Und da habe ich wieder eine Socke, wo ich nicht weiß, welches Design das ist. Die habe ich schon vor 4 Jahren gestrickt. Also bitte, wer weiß, was das für eine ist, zieht sich hier so rum. Wäre schön, wenn ihr mir das sagen würdet. Ich habe den zweiten eben nur so, also kann mir das Muster nicht erschließen. Das schaut, ja, die Nerven habe ich nicht mehr, das wieder anzugucken, wie das geht. So, dann habe ich noch eine Tasche drin in meiner großen. Das ist eine von, wie heißt es? Twig and Horn. So eine kleine. Ah ja, das sollten auch mal Socken für meinen Sohn werden. Ja, ganz langweilig. Aber die werden fertig, weil das ist ein schönes Zwischendurchprojekt. Und hier habe ich, glaube ich, den italienischen Anschlag gemacht. Ich weiß es jetzt nicht. Ich bilde mir ein. Nee, oder doch nicht. Nee, das waren sie doch nicht. Nee, weil ich habe mir aber ein paar Socken einen italienischen Anschlag gemacht und die schauen natürlich schon oben viel besser aus. Aber ich mache tatsächlich immer bei den Socken den Anschlag und eine Reihe rechts. Und dann wird das auch ein bisschen dehnbarer. So, jetzt ist sie leer. Jetzt könnt ihr sie auch noch mal anschauen. Also die ist echt groß. Ja. Da, die Anleitung ist auch von einer deutschen Designerin. Ich habe die allerdings so arg abgewandelt, dass ja nicht mehr so viel davon übrig ist. Meine Rice Bag. Ursprünglich habe ich sie mir auch nur deswegen genäht, weil ich immer von dieser Susie B eine Rice Bag haben wollte und ich kam jedes Mal zu spät. Und da habe ich gedacht, gut, dann nähe ich sie mir halt selber. Ja, jetzt ist schon wieder so spät, aber ein paar Minütchen mache ich noch, weil ich euch letzte Woche ja ein paar Tipps sagen wollte. Und die kommen jetzt heute noch. Und zwar zur Hausarbeit. Mit 7 Kindern ist es schon manchmal eine Herausforderung, gerade das Haus, den ganzen Haushalt und so am Laufen zu halten. Und ich hatte tatsächlich keine Putzfrau. Erst als ich dann gearbeitet habe, hatte ich mal vorübergehend, so 2 Jahre, glaube ich, eine Freundin, die selber 7 Kinder hat. Aber die wollte sich ein bisschen was dazu verdienen und dann habe ich sie eingestellt und es war eine Win-Win-Situation. Also ich kannte sie, wusste, wer da bei mir im Haus ein- und ausgeht. Die wusste auch, wo was zu tun ist. Bei 7 Kindern weiß man das. Und ich muss auch sagen, ich putze eigentlich gerne. Also wenn ich Zeit habe, ich nenne das immer Wursteln, dann wurstel ich gern vor mich hin. Mach da ein bisschen und da ein bisschen. Aber wenn ich keine Zeit habe, dann finde ich das furchtbar. Und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich mag es überhaupt nicht, aus dem Haus zu gehen und es ist nichts gemacht, weil ich nicht heimkommen möchte in ein Chaos. Ja, aber das geht halt nicht anders. Als meine Kinder kleiner waren, war es oft so, dass ich am Abend vorher schon ein bisschen was gemacht habe, damit ich, weil da gingen die ja noch um 7 ins Bett, damit ich am nächsten Tag nicht so viel machen musste. Und das war dann schon so, dass ich oft den ganzen Hausputz immer um einen Tag verschoben habe, damit ich eben frei habe. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, du könntest theoretisch ja auch 7 Mal den Hausputz hintereinander machen, dann hast du mal 7 Wochen deine Ruhe. Also, weil es geht halt nicht. Man kann es manchmal nicht vorziehen. Man muss halt auch manchmal warten, bis es dran ist. Oder andererseits, man kann ja auch nicht, wenn man Fenster geputzt hat, dann schon wieder putzen, bloß weil ein bisschen dreckig ist. Also, das kann man schon, aber da wird man ja verrückt. Also, wir Bayern würden sagen, narrisch, da wirst du ja narrisch. Und deswegen, ja, das hat eigentlich auch was mit dem Podcast über Ängste zu tun. Also man kann ja nicht ständig, wenn man erst wo war, wieder hingehen. So gewisse Abstände sind einfach sinnvoll und auch beim Putzen. Und also habe ich den Hausputz dann halt immer samstags gemacht, aber mit Tieren und so musst du immer zwischen der Woche mal auch mal kurz wo drüber wischen oder so. Und der Staubsauger ist mein bester Freund. Also
Ich habe mir auch in jedem Stockwerk einen kabellosen Saugroboter gegönnt. Die sind ja mittlerweile nicht mehr so teuer. Bloß die verschwinden immer. Also die, der eine im Wohnzimmer hat sich schon wieder verkrümelt. Der ist wieder irgendwo weg. Und ich fand es mal lustig. Ich habe mal zwei fahren lassen, habe schon gedacht, tun die sich dann so begrüßen wie so Busfahrer. Die waren leider, haben sie ignoriert. Also bei uns haben die auch alle Namen. Der eine ist der Robby, der andere ist der Goldi. Und ja, und dann fahren die eben so manchmal rum. Aber die machen nur das einfach noch so das Grobe unter der Couch oder so, wo man nicht hinkommt. Also ist echt eine gute Sache, aber nur mit so einem Teil, das reicht nicht. Also Staubsaugen tue ich gerne, weil das sieht man auch immer so gleich einen Unterschied. Ja, aber wie gesagt, einmal in der Woche Großputz, ich kannte das von meiner Mama, da war das immer so. Und irgendwann hat es angefangen, dass ich gedacht habe, mir graut schon Freitag vor diesem Großputz. Großputz ist so ein Wort, das hat insgesamt 2 Stunden gedauert, aber es war immer so ein Stein im Weg. Und dann habe ich mir irgendwann vor einem Jahr oder so, auch durch einen Podcast, den ich angehört habe von einer Psychologin, glaube ich, habe ich gedacht, warum mache ich überhaupt diesen Großputz? Dadurch, dass ich Hunde habe, sauge ich jeden Tag, weil ich diese Hundehaare einfach nicht mag am Boden. Bei mir steht der Staubsauger auch immer einsatzbereit. Also der ist nicht erst, muss ich den aus dem Schrank holen oder so oder aus dem Kämmerchen wie früher, sondern der steht immer schon da und dann geht es eigentlich ratzfatz. Und drüber wischen irgendwo ist auch nicht schlimm, weil mein Wischer steht immer bereit. Das ist so einer, ich sage jetzt keine Marke, wo man den raustut, dann in so eine Vorrichtung mit dem Fuß drückt und dann brauche ich gar nicht meine Hände nass machen. Der steht auch immer bereit. Das Wasser wechsle ich regelmäßig, der Wischlappen wird auch immer gewaschen. Und da ist es karg, da mal schnell gut rüber zu wischen. Und dann habe ich mir echt überlegt, auch mein Bad mache ich eigentlich jeden Tag. Das habe ich halt von meiner Mama so, ne? Die Armaturen und so, das wird jeden Tag gemacht. Kennt ihr das auch mit der Zahnbürste dann noch so mit der alten, ne? So außenrum beim Wasserhahn. Das natürlich nicht jeden Tag. Ja, und dann habe ich so gedacht, ich lasse es weg mit dem Samstag Hausputz. Und ich muss euch sagen, das geht. Also ich mache das nicht mehr. Und ich bin viel befreiter. Ich habe mir dann bloß überlegt, warum habe ich das nicht schon lang so gemacht? Ich bin auch keiner, der einen Großeinkauf macht. Ich habe das von meiner Mama so erlebt. Die war dann immer einmal in der Woche bei dem einen großen Laden mit A und bei dem anderen großen Laden, der etwas teurer war, der aber wieder andere Sachen hatte. Und ich weiß noch, bei jedem Laden war ein Einkaufswagen so gefüllt. Und dann musste das alles verräumt werden, dann musste das alles aus dem Auto verräumt und ja auch irgendwie musste auch den Platz haben und den haben wir nicht so. Also wir haben keinen großen Keller und ich mochte das auch nicht. Meine Mama war dann immer fix und alle danach und ich habe mich als Kind schon immer gefragt, also dieser Stress einkaufen ist schrecklich. Und bei uns ist es tatsächlich so, es gibt Phasen, da haben wir mal keine Milch. Einen Tag. Die ist leer. Gut, schlimmstenfalls haben wir einen Bäcker, da kann man dann eine kaufen. Aber dann haben wir halt mal keine. Uns ist sogar schon mal das Klopapier ausgegangen. Und das nicht wegen Corona. Aber es geht dann schon immer irgendwie. Dann muss man halt sich bei seiner Mama eine Rolle holen. Oder also das geht schon. Ich habe also immer schon gesagt, ich könnte aus dem Stand, das war noch so vor ein paar Jahren, wo ich viel genäht habe, ich könnte aus dem Stand eine Hose nähen. Aber nicht unbedingt einen Kuchen backen, weil es könnte sein, dass ich mal keine Eier habe oder so. Das würde andere wahnsinnig machen, aber mich nicht. Dann esse ich halt das, was da ist. Dann habe ich halt mal keinen Kuchen. Und wenn ich keine Schokolade habe und brauche jetzt ein Stück Schokolade, dann esse ich halt ein Nutella-Brot. Geht alles. Ja, also deswegen, ich mache auch keinen Großeinkauf. So, aber besagte Dame aus dem Podcast hat eben gemeint, man könnte sich eben jeden, anstatt einen Großputz zu machen, jeden Tag ein paar Minuten nehmen und ein was machen. Also zum Beispiel, heute mache ich mal das Fensterbrett in dem Zimmer so richtig gründlich. Auch die Blumen, die da stehen, mal schön abstauben und so. Ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee, weil 5 Minuten hat man immer Zeit. Aber mich hat es dann schon wieder gestresst. Was mache ich in diesen 5 Minuten? Weil dann wird es schon wieder so zwanghaft, dass man dann denkt, heute musst du das machen und dann morgen musst du das machen und dann stresst mich das schon wieder. Und dann ist mir gekommen, dass man bei kleinen Kindern, wenn die nicht gerne aufräumen, zumindest so habe ich das gemacht, oder Tina,
ich weiß nicht, habe ich das so gemacht oder wollte ich es nur so machen? Weiß ich jetzt nicht. Da war ja dann oft, wir hatten so ein Spielzimmer, alles wie Kraut und Rüben. Also Bauklötze, Lego-Steine, Duplo-Steine, Malsachen und das musste dann immer aufgeräumt werden. Und dann hat man so gezogen. Der eine hat dann gezogen, alle Bauklötze. Dann musste der alle Bauklötze einräumen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das könnte ich doch für einen Haushalt auch machen. Und dann habe ich mir letztes Jahr so eine riesen Liste geschrieben. Die ist noch gar nicht vollständig, weil ich dann keine Lust mehr erstmal hatte. Und ich wollte das dann auch noch alles hier so klein ausschneiden und in ein Gefäß tun, in ein passendes. Und mir dann jeden Tag ein Ding ziehen und das dann machen. Weil dann ist die Überraschung, was ist heute dran. Dann ist es auch okay, hast jetzt keine Lust, aber hast halt gezogen, musst jetzt durch. Und da habe ich so Sachen geschrieben wie Kühlschrank aufräumen, Teeschrank sortieren, Besteckkasten reinigen, Bauernschrank, also da hängen bei uns Mäntel drin, Badspiegelschrank, Schrank, Schlafzimmer, römisch 4, also nur den vierten Teil, nicht den ganzen, oder Kellerregal 1 oder alle Spiegel im Haus oder Haustüre, also dass man dieses Teil oder diesen Ort, der da draufsteht, in diesen 5 Minuten sich besonders widmet. Und wenn man das dann gemacht hat, legt man dieses Kärtchen in ein anderes Gefäß, weil das war ja dann dran. So ähnlich auch wie Vokabeln lernen. Und dann, wenn alle Kärtchen aufgebraucht sind, fängt man wieder von vorne an. Und die Idee fand ich wunderbar, dann habe ich die Kärtchen verschmissen. Dann habe ich sie wieder gefunden, letzte Woche wollte ich sie euch zeigen, da waren sie wieder weg. Die lagen aber hier, es lag bloß was drauf. Und es sind auch inzwischen Sachen, wo ich durch mein Umräumen schon wieder nicht mehr da sind, wo auf dem Ding steht. Und in grün, ich weiß nicht, ob man sieht, sind auch Sachen für den Garten, weil da gehe ich genauso vor. Also da steht zum Beispiel 3x Buchs schneiden. Also wenn ich das ziehe, dann muss ich 3 Buchsbäume schneiden oder Mülltonnenplatz kehren. Ja, also ich muss das jetzt mal vervollständigen. Und da stehen eben auch lauter so Sachen drauf, wo man sieht im Haus oder in der Wohnung, das müsste ich mal machen. Meinetwegen Treppengeländer oder so, aber hat keine Lust, dann schreibt man das da drauf und weiß, irgendwann kommt es dran und Überraschung, wann ist es dran? Und ja, also ich glaube, dass ich mit so einer Methode ganz gut fahre. Ich habe das schon die ganze Zeit praktiziert mit meiner Wäsche aus dem Trockner. Mein Trockner funktioniert im Moment nicht so gescheit, aber ja, es ist ja das Wetter schön. Da habe ich zum Beispiel so gemacht, ich lege 10 Paar Socken zusammen. Die sind ja immer so kreuzt die quer und bei so vielen Personen im Haus hast auch viele Socken. Und dann habe ich immer für mich so gemacht, wenn ich jetzt noch ein paar Socken finde, was zusammenpasst, dann erhöht sich die Zahl auf nochmal 5 zusammenlegen. Also nochmal 5 zusammenlegen. Und dann habe ich schon so, damit ich nicht noch ein paar finde, was wieder zusammen gehört, dann muss ich ja wieder 5 zusammenlegen. Oder so mache ich das oft auch mit einem Korb mit unliebsamer Bügelwäsche, dass ich sage so, jeden Tag werden da 5 Sachen rausgezogen, am besten blind, dass man nicht schon vorher denkt, nee, das nicht. Und die werden dann gebügelt. Weil wenn man die Berge vor sich her schiebt, dann drücken die einen. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, diesen Berg trage ich heute ab, weil es gab Zeiten, da habe ich sage und schreibe am Tag mal, also als alle Kinder noch zu Hause waren, waren 8 Körbe Bügelwäsche, das war normal. Da war ich einen Nachmittag drüber, aber da habe ich noch nicht gearbeitet, also noch nicht außer Haus. Da hatte ich noch Zeit, aber das schaffe ich jetzt nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, den Tipp hat mir die Dame aus meiner allerersten Gesprächstherapie, wo ich nur 3 Kinder hatte und sie 4, und die damals gesagt hat, die war damals älter, jetzt würde ich sagen, sie war noch jung, also die war Anfang 60, die hat mir ganz viele Tipps fürs Leben gegeben und die hat immer gesagt, ich muss schauen, dass ich Energie einspare, wo es geht. Und die hat mir damals gesagt, sie bügelt zum Beispiel nicht. Sie streichelt nur die Wäsche, haben ihre Kinder immer gesagt. Und mittlerweile mache ich das auch so. Also ich hänge die Wäsche auf und dann lege ich die gleich ordentlich zusammen, nehme sie runter und lege sie gleich ordentlich zusammen. Also natürlich die Hemden meiner Söhne. Oder meines einen Sohnes, der daheim noch ist, die bügel ich schon. Aber die landen dann in dem Korb, der, was erstmal liegen bleibt, wo dann halt die 5 Teile immer mal raus müssen. Aber das ist für mich eine Strategie, mit der ich ganz gut leben kann und wo ich nicht das Gefühl habe, es überrennt mich.
Auch im Garten schneide ich nur so viel ab, wie in die grüne Tonne passt oder braune Tonne bei uns, wo eben der Gartenmüll rein kann. Weil ich könnte mich da aufarbeiten. Wir haben keinen großen Garten, aber ich könnte da tagelang Büsche schneiden. Aber ich schneide so viel, wie in die Tonne passt und dann ist Schluss. Natürlich, wie man in der Schule auch sagt, den Satz schreibst du bitte noch zu Ende. Ich hinterlasse es dann nicht wie ein Chaoshaufen. Also ich schaue dann schon, dass der Bereich in Ordnung ist und dann höre ich auf. Oder ich sage, stell mir eine Eieruhr. Ja, das habe ich damals beim Zimmerstreichen meiner Tochter. Die hat ihr Zimmer, also die Große, die wird es noch wissen. Die im Übrigen 30 ist und nicht 31. Die wird es noch wissen, da hat sie ihr Zimmer gestrichen, aber ganz viele Stellen ausgelassen. Also war nicht ordentlich gestrichen und ich habe gedacht, das muss ich irgendwann mal noch nachstreichen. Und da war sie eben nicht da. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt nach Beamtenmanier. Man sagt ja den Beamten nach, wenn praktisch die Arbeitszeit rum ist, lassen die den Stift fallen. Das weiß ich nicht, ob es ein Klischee ist. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann mir eine Eieruhr gestellt, also so ein Kurzzeitwecker, und habe den meinetwegen auf 20 Minuten und so lange habe ich nachgestrichen und wenn der Wecker geklingelt hat, habe ich aufgehört. Und dann wusste ich, es ist überschaubar. Manchmal habe ich dann freiwillig noch 10 Minuten dran gehängt. So mache ich das auch manchmal, also dass ich eine Eieruhr stelle und oder mein Timer und denke, so lange arbeite ich jetzt im Garten. Punkt. Und dann höre ich auf. Und vielleicht ist das auch ein Tipp für dich, wenn du mit irgendwas völlig überlastet bist oder dir manches viel zu viel ist, dass man sich dann wirklich denkt, jeder Schritt bringt einen näher zum Ziel. Und ich muss nicht alles auf einmal gehen, weil dann ist zwar das Ziel erreicht, am Ende aber vielleicht nur noch mit Hängen und Würgen und manchmal auch nicht besonders gescheit, weil man dann keine Lust mehr hat und man ist fix und alle. Und deswegen, mit kleinen Schritten eben kleine Teilaufgaben und mit dem Wissen, man ist eh nie fertig, weil das könnte dann ja zur Verzweiflung bringen. Also man macht es ja nicht, weil man weiß, so, dann ist es gemacht. Natürlich macht man es, weil man es gemacht haben will. Aber wenn man drüber nachdenkt, weiß man, am nächsten Tag kann ich es wieder machen. Und eigentlich macht einen das, also mich manchmal echt narrisch, dass ich denke, es hört nie auf. Und deswegen muss ich es so gut wie möglich schaffen, ohne dass ich da das Gefühl habe, es erschlägt mich. Ja. Und manchmal kann ich auch Chaos ertragen, wenn es auf einem Fleck ist. Also wenn, meinetwegen, mein Mann hat eine Firma und kriegt ganz viel Kartons und Zeug. Und wenn die dann alle gebündelt auf einem Haufen stehen, dann stören die mich nicht so, wie wenn da einer und da einer und da ist was und da. Dann das Chaos auf einen Platz gesammelt. Oder einen Chaos-Karton, wo ich immer alles reinschmeiße und dann mache ich mir halt wieder so ein Ziel. Jeden Tag werden 10 Sachen davon rausgetan. Schaut, wo gehören sie hin, dann wird der Chaoskarton auch irgendwann leer. Also kleine Schritte bringen oft viel mehr, als wenn man sich sowas Riesiges vornimmt und dann am Ende fix und alle ist. Ja, ich mache heute nichts mehr weiter. Ich gehe heute mit meiner, eigentlich ist es die mittlere Tochter, ja. Weil wenn ich 3 Töchter hätte, wäre es die mittlere, aber es ist das vorletzte Kind. Da haben wir so ein Ritual. Wir gehen immer samstags Kaffee trinken in die Stadt. Bei uns ist die Karstadt und da ist ein wunderschönes Selbstbedienungscafé ganz oben. Und da kann man auf unsere ganze Stadt schauen. Und das ist immer so unsere kleine Auszeit. Manchmal geht noch die kleine Schwester mit, aber die ist heute nicht da. Und ja, da können wir mal ratschen. Ich meine, so schlimm ist Ratschen ja auch nicht. Aber mit meinen Kindern kann ich das gut oder mit Verwandten und so. Ich kann das nur nicht so, ja, manchmal nicht so. Ja, so, ich hoffe, heute war es nicht zu schwer verdaulich und vielleicht kannst du was mit den Haushaltstipps anfangen. Ich schaue mal, ob ich was vergessen habe. Nein. Ach, das wollte ich noch kurz sagen bei diesem Projekt mit dem Felix. Da habe ich den russischen Fadenansatz, ich weiß nicht, ob das so heißt, aber da habe ich die Fäden also nicht vernäht, sondern ich habe die immer gleich zusammengefügt. Und das finde ich echt genial. Man kann es nicht immer machen. Ich zeige euch das mal schnell. Ihr könntet natürlich auch googeln, wie das geht. Das geht jetzt hier nicht. Ach, ich mache das
es jetzt schnell so. So. Und da muss man die einfach so überkreuzen, dass das also so ist. Und dann muss man dieses Stück da reinweben in den Faden und dieses Stück in den Faden. Und dann muss man das auch so ein bisschen verzwirbeln. Und dann ist das praktisch so. Und man muss nichts vernähen und das hält. Aber es geht nur bei so Wolle, die in sich so ein bisschen so gesponnen ist, dass man so rein kann. Also bei Baumwolle oder so würde ich das nicht machen. Oder auch bei so glatter Wolle würde ich es nicht machen. Also wenn du das gerne machen möchtest, war das mit Sicherheit kein Tutorial für dich. Aber dann google mal unter russischem Fadensatz verknoten. Ich werde es auch verlinken. Auf jeden Fall ist das eine tolle Methode. Ja, und man spart sich das ganze Fädenvernähen am Schluss. So, aber jetzt bin ich wirklich fertig. Ich wünsche euch eine gute Woche und ich bete auch mit dafür, was anders kann ich nicht machen, dass dieses Wochenende nicht diese Wassermassen wieder so hereinbrechen und ja, dass die Leute irgendwie da durchgetragen werden. Okay, das war's. Tschüss!